zwischen Testberatungen einen Überblick gibt. Auch das ist etwas, was sich im Wandel befindet. Und wir werden darüber auch im nächsten Vortrag dann noch etwas hören. Also, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Thema ist die genetische Beratung, den Ablauf und die Testverfahren. Vor ziemlich genau einem Jahr hat Frau Jolie in der New York Times die ganze Bevölkerung informiert, dass sie sich aufgrund einer BRCA1-Mutation zu einer prophylaktischen bilateralen Mastektomie entschieden hat. Einen Tag später wusste es wirklich die ganze Welt und in allen Brustzentren in der ganzen Welt haben die Telefone Sturm geläutet, weil die Frauen natürlich beunruhigt waren, dass sie auch ein familiäres Risiko haben könnten. Und seither redet man eigentlich vom sogenannten Angelina- oder Jolie-Effekt. Frau Jolie selbst hat ihre Mutter 2006 an einem Ovarialkarzinom verloren. In ihrer Familie sind vor allem Ovarialkarzinome vorhanden, neben wenigen Fällen von Brustkrebs. Und das ist eigentlich auch das typische Muster einer BRCA-Mutation. Wenn wir Brustkrebspatientinnen haben im Zentrum in St. Gallen, dann kriegt jede Frau zuerst einen Fragebogen, in dem sie diese Fragen beantworten muss. Trat bei Ihnen Brustkrebs vor dem 50. Lebensjahr auf oder ein Eierstockkrebs? Erkrankten erst- oder zweitgradige Angehörige vor dem 50. Lebensjahr an Brustkrebs oder unabhängig vom Alter an Eierstockkrebs? Gab es erst- oder zweitgradige Verwandte in der Familie mit beidseitigem Brustkrebs, gibt es männliche Verwandte mit Brustkrebs, gibt es Tumorfälle im außerordentlich frühen Alter, das heißt vor dem 30. Lebensjahr, dann wurden bereits BRCA1 oder BRCA2 Mutationen in der Familie gefunden oder haben sie Askenasi-jüdische Vorfahren. In der askenasi-jüdischen Bevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine BRCA-Mutation vorhanden ist, 10-mal häufiger als bei uns. Wenn eine Frage mit Ja beantwortet ist, muss der Arzt entscheiden, gibt es Hinweise oder gibt es eben doch keine Hinweise für eine erbliche Krankheit, ist eine erneute Evaluation angezeigt, wenn neue Aspekte in der Familie entstehen oder sollte eine genetische Beratung und Risikoberechnung stattfinden. Ich habe dann meinen Fragebogen, den ich den Patientinnen abgebe, den sie zu Hause ausfüllen müssen, damit man es einfacher hat dann bei der Beratung. Es gibt diesen bekannten Familienanamnesebogen der medizinischen Genetik des Universitätsspital Basel, den sehr viele Leute benutzen. Den können Sie auch auf dem Internet runterladen. Und wenn das ausgefüllt ist, kommt es dann zur eigentlichen genetischen Beratung. Die erste Frage ist eigentlich immer, was sind denn die persönlichen Erwartungen und Wünsche einer Patientin? Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Dann kommen wir zur Besprechung der allgemeinen Brustrisikofaktoren. Dann gibt es eine kleine Einführung in die Genetik des familiären Brust- und Ovarialkarzinomsyndroms. Dann machen wir mit Hilfsmitteln, die sehen wir nachher, ein persönliches Risikoassessment. Und dann kommt es zur Besprechung von risikoreduzierenden Maßnahmen, wie das engmaschige Screening aussehen könnte, wie risikoreduzierende Chirurgie aussehen könnte und was es für chemopräventive Möglichkeiten gäbe. Das kann eine sehr emotionale Sache sein und gewisse Frauen möchten auch eine psychologische Unterstützung. Zur Risikoberechnung gibt es verschiedene Modelle. Ich bevorzuge dieses BRCA Pro Modell, weil es sehr einfach ist, ist auf dem Internet verfügbar und inzwischen gibt es diese Catching 6 Version, die ist neu. Die anderen Risikomodelle können Sie auch auf dem Internet herunterladen und ansehen. Neu am Catching 6 Modell ist, dass es erlaubt, ausführlichere Stammbäume zu machen, dass man einfach von verschiedenen Familienangehörigen zum anderen wechseln kann. Man kann auch Halbgeschwister und Zwillinge separiert eingeben. Es erlaubt die Möglichkeit zur histologischen Differenzierung und man kann auch allgemeine Risikofaktoren eingeben. Das ist so ein typischer Stammbaum einer Patientin, die Familie spricht sehr für ein familiäres Brustkrebsvorkommen. Die Patientin selbst ist mit 31 an einem triple-negativen Mammakarzinom erkrankt. Sie hat
diverse Verwandte, die ebenfalls jung an einem Mammakarzinom erkrankt sind, und ihre Mutter hatte sogar ein bilaterales Mammakarzinom und sogar noch ein Ovarialkarzinom. Wichtig ist, dass man zwischen den verschiedenen Krebsarten differenziert. Viele Leute wissen eigentlich nicht, was sind Metastasen, was ist der Primärtumor. Es ist wichtig, in dieser Anamnese gibt es bilaterale Karzinome. Das Alter bei der Diagnose ist wichtig, insbesondere bei Frauen unter 50 Jahren denkt man an Familiarität. Und wenn möglich, sollte man die medizinischen Angaben auch durch Einholen von Berichten präzisieren oder dokumentieren. Wenn man diese Angaben dieser Patientin eingibt, sieht man dann diese Risikoberechnung. Auch ohne genetischen Test hat die Patientin ein sehr hohes Risiko, dass sie an einem kontralateralen Mammakarzinom erkranken könnte. Und sie hat ein Risiko von doch 7% auch an einem Ovarialkarzinom zu erkranken. Wir haben dann, das ist noch die Berechnung, ob eine BRCA-Mutation vorkommen könnte. Beachten Sie eine BRCA, dass doch 90%, dass in dieser Situation ein Gentest positiv sein könnte. Und es war auch sie, also sie hatte eine BRCA-Mutation, eine BRCA1-Mutation. Die genetische Abklärung ist dann für sich eine einfache Blutentnahme. Es braucht etwa 6 Milliliter EDTA-Blut. Ich mache normalerweise eine Kostengutsprache bei der Krankenkasse, damit dann wirklich auch bezahlt wird. Grundsätzlich sollte bei Hochrisikofrauen die Kosten übernommen werden, weil das ein Bestandteil der sogenannten Analysenliste ist. Die Kosten für eine vollständige Analyse von BRCA1 und 2 sind im Moment 4.300 Franken. Und wenn man nach einer bekannten Mutation suchte, dann kostet es noch 276 Franken. Es gibt im Moment drei Labors in der Schweiz, die das machen dürfen. Das älteste ist das Labor des Universitätsspitals Genf. Hier in der Deutschschweiz ist das Kantonsspital Aarau, die das schon am längsten machen. Und neu, seit Januar, gibt es auch das Labor Genetica in Zürich, das es durchführt. Die Dauer der Analyse ist inzwischen nur noch etwa 2 Wochen. Von Aarau habe ich gehört, dass sie es sogar in 2 Tagen schaffen, wenn es nötig ist. Das Testverfahren sind, wenn eine bekannte Mutation vorhanden ist, eine gezielte Mutationsanalyse der bekannten Mutation. Bei Askanasi-Herkunft kann man auch nach den drei typischen Askanasi-Founder-Mutationen suchen. Sonst, wenn man nicht weiß, wo das Problem liegt, sind es eine abgestufte Sequenzierung aller kodierenden und flankierenden, nicht kodierenden Regionen des Gens. Wenn man nichts findet, also keine Mutation findet, macht man noch Deletions- und Duplikationsanalysen mit der simultanen MLPA. Entschuldigung, ja. Die Zukunft wird das Next Generation Sequencing sein. Mit dieser neuen Methode kann man dann auch mehrere Gene analysieren. Myriad ist im Moment in einer Testphase, wo sie dieses MyRisk-Test validiert, und in diesem MyRisk-Test kann man 25 Gene analysieren. Leider ist es so, dass es nur etwa 15% der nicht klaren Fälle identifizieren kann. Also nicht alle Fälle, die familiär scheinen und kein positives BRCA1 oder 2 Resultat gezeigt haben, können durch diese Analyse dann wirklich geklärt werden. Nach dem Test kommt es zur Post-Test-Beratung. Man muss auch die Limitation des Tests besprechen. Eben nicht alle Fälle können geklärt werden. Der Test kann auch mal falsch negativ oder falsch positiv sein. Man muss aufgrund des Resultates und der Anamnese die Vorsorge planen. Eventuell muss man ein intensiviertes Vorsorgeprogramm für die Patientin organisieren. Man muss prophylaktisch-chirurgische oder auch chemopräventive Möglichkeiten ausdiskutieren. Wenn ein Test positiv ausgefallen ist, muss man mit der Patientin die Familiengeschichte anschauen und schauen, welche weiteren Familienmitglieder könnten von einer Bestätigung des Gentests profitieren, und gegebenenfalls brauchen die Familien auch eine psychologische Unterstützung. Zusammenfassend, Frauen, die ein mögliches familiäres Brustkrebsrisiko haben, sollen die Möglichkeit haben zur genetischen Beratung und Risikoabklärung.
Es ist wichtig, dass man eine sorgfältige Familienanamnese mit einer anschließenden Risikoanalyse durchführt. Man soll dann gezielt den Hochrisikofrauen auch eine genetische Abklärung anbieten, wenn sie das wollen. Und in der Folge ist es wichtig, dass man die Frauen dann risikoadaptiert in die Vorsorge einschleust und sie über die möglichen weiteren Möglichkeiten, sei das chirurgisch oder auch medikamentös, informiert. Zum Schluss muss ich noch sagen, für uns ist das Ganze Routine, für die Frauen ist es zum Teil sehr, sehr emotionell und es ist nicht immer einfach, den Rucksack seiner Gene zu tragen. Vielen Dank.